Guten Tag. Kaiser und ich werden heute ein neues Kapitel aufschlagen in diesem Kanal. Wir werden über die nächsten Monate eine Serie von Videos zeigen, die sich mit den Genomprojekten und der genetischen Forschung rund um den Hund beschäftigen. Einige von euch werden wissen, dass das ein Heimspiel für mich ist. Ich habe am Institut für Genetik in Köln promoviert über ein genetisches Thema und war auch in meiner beruflichen Zeit stets mit der Frage beschäftigt, Mechanismen in der Entstehung von Erkrankungen aufzuklären, so zum Beispiel im Gebiet Krebs. In der Schlussgeraden meiner beruflichen Zeit geschah dann etwas Tolles. Die Genomforschung explodierte. Es wurde das Genom sehr vieler Arten oder Rassen aufgeklärt. Es wurden Schlüsse gezogen und der Start war beim Hund im Jahr 2004 mit der Sequenzierung des Genoms des Boxers Tascha. Alle 2,4 Milliarden Bausteine wurden entschlüsselt und haben uns geholfen, die Dinge rund um den Hund, wie sie funktionieren, besser zu verstehen. Fast, warum überhaupt genetische Forschung beim Hund und warum wird das von den menschlichen Gesundheitsbehörden finanziert? So sehr viel ist in den USA am NIH geschehen, am Broad Institute am Anfang in Massachusetts, Cambridge. Es gibt vier Gründe, warum wir uns mit der Genetik des Hundes und den Genomprojekten beschäftigen. Zum einen sind wir Menschen denkende Wesen. Wir wollen gerne verstehen, wo wir herkommen, wie wir uns entwickelt haben über die Jahrtausende, über die Jahrzehntausende. Ganz spannend ist das Zusammentreffen mit dem Wolf, wie wir daraus die Mensch-Hund-Freundschaft geworden ist. Das wollen wir verstehen und da ist sicherlich die Genealogie, also das Erstellen von Stammbäumen, wie sich Dinge entwickelt haben, ein ganz wichtiges Moment. Das Zweite ist, wir erfahren natürlich über die genetische Forschung sehr viel über die Anatomie, den Körper des Hundes, warum die Dinge so sind, wie sie sind, über die Fellstruktur. Das heißt, wir verstehen die Physiologie über die Genetik deutlich besser. Drittens, damit haben wir auch den Schlüssel zu vielen Krankheiten in der Hand. Und in der Tat haben schon einige Rassen von Hunden wertvolle Schlüsse für den Menschen bereitgestellt. Umgekehrt sind aus menschlichen genetischen Erkrankungen häufig wichtige Dinge herausgezogen worden, die dann eben auch für den Hund anwendbar waren und eben auch zum Teil auch schon zu Therapien geführt haben. Und viertens, das Verhalten ist immer die große Unbekannte, das ist der schwierigste Teil, aber auch hier liegen viele der Schlüssel im Genom, was natürlich modelliert wird, überarbeitet wird durch die Erlebnisse von Hund und Mensch in der Umwelt während seines Lebens. Nun werdet ihr dieses Bild hinter mir bemerkt haben, etwas verborgen. Das ist eine fantastische Veröffentlichung aus dem Jahre 2017 aus der Arbeitsgruppe von Elaine Ostrander am NIH. Heidi Parker war die erste Autorin und anhand dieses Datensatzes möchte ich euch gerne die Grundzüge der Stammesentwicklung des Hundes erläutern. Machen wir uns also auf in die Bibliothek. 161 Hunderassen wurden über DNA-Marker analysiert und konnten eindeutig in einen Stammbaum eingeordnet werden. Er ist eine Blitzaufnahme der gesamten Hundeentwicklung zusammen mit den Menschen. Diese begann vor 10.000 bis 20.000 Jahren mit der Formung von Funktionstypen, die für die Jagd,
für den Herdenschutz und so weiter geeignet waren, beinhaltet aber auch die stürmische Entwicklung in den letzten 150 Jahren seit Aufkommen der Zuchtbücher im viktorianischen Zeitalter. Dieser Stammbaum der 161 Hunderassen ist ein Stammbaum wie andere Stammbäume auch. Nur, dass er aufgerollt ist. Das heißt, es gibt Hauptäste, hier zum Beispiel den gelben Ast, hier den orangenen Ast, zu dem wir gleich kommen, bis hin zum blauen Ast. Die einzige Besonderheit hier ist, dass dieser Stammbaum in sich gerollt ist, dass er auf eine Seite passt. Er beginnt bei 3 Uhr mit dem hier schwarz eingezeichneten Wolf, ganz dicht dabei der Basenji, eine sehr alte afrikanische Hunderasse. Darüber im Gegenuhrzeigersinn das sehr alte Cluster der asiatischen Spitze und so weiter. Umso weiter wir uns also im Gegenuhrzeigersinn von dem Wolf wegbewegen und umso mehr Gabelungen wir durchlaufen bis zum Boxer letzten Endes, umso weiter entfernen wir uns von dem gemeinsamen Ursprung aller Hunderassen, dem Wolf. Nicht stets in einem Stammbaum sind nahe Verwandte, Mitglieder räumlich benachbart, also in diesem Fall tatsächlich nur durch eine Gabelung, durch eine Verzweigung getrennt, während andere Mitglieder der gleichen Gruppe, nehmen wir den Chow Chow und den Tibet Mastiff, wir müssen da mehrere Abzweigungen überqueren, bevor wir beim Chow Chow sind. Diese Gruppe an sich ist sehr einheitlich. Man nennt das biologisch auch eine Klade, eine reine Gruppe und lässt sich über einen einzelnen Ast ganz klar von den anderen Gruppen in diesem Baum unterscheiden. Und diese Unterscheidung ist sogar sehr, sehr tief. Die Gruppe der asiatischen Spitze ist die ursprünglichste Gruppe und noch am nächsten zum Wolf verwandt. Weiter fällt auf, schauen wir uns die Gruppe der asiatischen Spitze noch etwas an. Es sind Hunde sehr unterschiedlicher Größe darin enthalten. Zum Beispiel der Shiba Inu ist eher ein kleiner Hund, während der Mastiff, der Tibet Mastiff, ist ein Riese in dieser Gruppe. Allen diesen Hunden ist aber gemein, dass sie eine gemeinsame Funktion haben. Es sind Hunde, die zum Bewachen von Gehöften, von Herden oder zum Ziehen benutzt worden sind und heute auch noch benutzt werden. Ich habe mich im Rad weiter gegen den Uhrzeigersinn bewegt, zu einer Gruppe der Hunde, die uns natürlich als Wassersportler extrem bewegt. Das sind die Retriever. Und der nächste Verwandte des Labrador-Retrievers ist der Neufundländer. Auf der anderen Seite der Golden Retriever. Oder um es andersherum zu sagen, der Neufundländer ist vom Typ, von seiner Funktion her, ein Retriever. Und das stimmt auch sehr gut mit den historischen Quellen überein, auf Gemälden, Beschreibungen. Im 17., 18. Jahrhundert. Es wurden eben Newfoundland Dogs, eben nicht Neufundländer, sondern Newfoundland Dogs gezeigt. Das waren Hunde, meistens schwarz-weiß, kleine, agil, die durchaus noch zur Jagd in der Weise benutzt wurden, dass sie geschossenes Wild zurückbringen. In den Neufundländern ist dann eben Größe eingekreuzt worden, ist wieder dieses Thema des Einkreuzens gewünschter Eigenschaften. Man nennt die genetische Grundlage Haplotype Sharing, das heißt, ein Haplotyp ist ein großes Stück des genetischen Materials und das hat der Neufundländer bekommen von Vorläufern der heutigen Molosser. Ich vermute, dass in dieser Gruppe auch der Landseher sein Zuhause finden wird, dessen Sequenz ja leider
noch nicht bekannt ist. Nun, ich bin weiter vorangesprungen im Rad. Leider können wir uns nicht alle Gruppen genauer ansehen in dem Video. Zur alpinen Gruppe, wo ein anderer Hund seine Heimat hat, den wir sehr gern in der Wasserarbeit sehen, den Leonberger. Die alpine Gruppe ist auch eine sehr einheitliche Gruppe, wieder eine Klade oder ein Cluster. Und wir finden darin den Bernardiner, den Leonberger und die Berner Hunde. Auch hier finden wir wieder die genetische Spur von Molosserhunden wieder im Leonberger, aber auch noch einige andere Spuren, hochinteressant. Aber das ist Gegenstand des nächsten Videos, eben Thema Haplotype-Sharing. Was ist tatsächlich zwischen diesen Ästen ausgetauscht oder gemeinsam? Und wann ist das passiert? Und hier ist auch die Geografie eine ganz wichtige Komponente. Stichwort Geografie. Ich bin noch mal ein Stückchen zurückgegangen zu der alten mediterranen Gruppe. Sowohl die genetischen wie auch die archäologischen Sequenzen deuten ja darauf hin, dass die Gruppe der asiatischen Spitze plus die mediterranen Hunde, also rund um das mediterrane Becken, dass das die beiden Ursprungszentren des Zusammenwirkens zwischen Mensch und Hund war vor 10.000 bis 15.000 Jahren. Diese Gruppe ist insofern interessant, da durch die Geografie etwas geschehen ist, was wir in den anderen Gruppen so nicht finden, nämlich dass tatsächlich sehr unterschiedliche Funktionstypen in dieser ansonsten genetisch sehr einheitlichen Gruppe sind. Wir finden nämlich hier Hunde, sowohl die dem Herdenschutz dienen, wie dem Kovac, dem Commodore und so weiter. Da ist ganz klar die Aufgabe, Haus und Hof zu bewachen. Das ist eine ganz andere Aufgabe als der Afghane und der Saluki. Das sind Sichtjäger, die daraufhin gezüchtet worden sind, schlank zu sein, schnell zu laufen, Wild zu erkennen und dem Wild zu folgen. Also das ist eine Besonderheit im mediterranen Becken, dass eben Gruppen entstanden sind durch wohl regionale Differenzierung, die es erlaubt haben, aus derselben DNA unterschiedliche Hundetypen zu machen, weil sehr viel Zeit vergangen ist und für die Zucht. All das ist vor langer, langer Zeit passiert. Während wir für alle anderen Elemente dieses Rates festhalten können, dass der Funktionstyp des Hundes die entscheidende Determinante in der Zucht war, und die finden wir auch heute noch genetisch in diesem Stammbaum wieder. Hallo, hier sind wir wieder. Ich hoffe, wir konnten euch etwas für diese Arbeiten begeistern. Für diesen Fall findet ihr in der Referenz die Originalarbeit, sodass ihr etwas nachschlagen könnt. Ich könnte stundenlang über diesen Stammbäumen sitzen und mir die unterschiedlichen Entwicklungen vergegenwärtigen. Nun, für heute verabschieden wir uns erstmal. Wir danken uns fürs Zuschauen und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.